Die muss doch schon taub sein, die Kleine. Außerdem die Organspende-Transplantationsskandal vor Gericht. Und putzige Aussteiger, Erster verpasst, zweiten Sieg. Die Organspende, die ausgewählt wurde, war stecken sollte, wo es keine Probleme gibt. Dazu gleich mehr im Top-Thema. Wir haben immer Anschluss gehabt, natürlich. Aber einzelne können wir jetzt momentan nicht da hingehen. Guten Morgen, das ist ja auch Carsten Rüder da. Pünktlich, danke für die Übergabe. Liebe Grüße nach Berlin. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Das Blutvergießen in Ägypten ist abends kamen etwa 35 Islamisten an einem Gefangenentransport ins Leben. Während die Sicherheitskräfte von einem Kurzversuch sprechen, machen die Muslimbrüder die Behörden verantwortlich. Die Männer waren vorgestern bei den Protesten rund um eine besetzte Moschee. Mainzer Hauptbahnhof hat sich der Verkehr zumindest zeitweise etwas normalisiert. Im Berufsverkehr heute früh hat die Bahn zusätzlich zum Notfahrplan weitere Züge eingesetzt. Passend zum Schulstart in Rheinland-Pfalz und Hessen fuhren 85% aller Regionalzüge. Kinder freuen sich schon, denn Bernds Ruhestand bedeutet für sie mehr Zeit mit ihm zu spielen. Einer der bekanntesten Jazz-Trompeter Deutschlands ist Tilburg Graf. Mit einem Klangkörper, auf den wir besonders stolz sind, nämlich der NDR Big Band, verbindet ihn eine lange Freundschaft. Viele Musiker kennt er noch aus Studienzeiten. Gestern Abend trafen sich Solist und Orchester anlässlich. Anblick lässt Frauenherzen höher schlagen. Der 42-Jährige gilt als erfolgreichster Trompeter Deutschlands, als Popstar unter den Jazzmusikern. Morgen wollen Statiker und Bauleitung ihre Ergebnisse beraten. Erst dann wird entschieden, ob Schwertransporter durch den Tunnel können. So, schnell noch einen Kurzurlaub abholen, bevor die neue Arbeitswoche beginnt. Unter 0137 1360 001 landen Sie. Das verwöhnt das Restaurant und Hotel Stolz in Höhen. Sie und Ihre Begleitung mit kulinarischen Genüssen inklusive Übernachtung. Ein neuer Datenskandal ist... Oh, my God.